Chiptuning Raw 78. Willkommen im Ehrenhaus. Yeah. Ja, ja, wir sind vorsichtig pessimistisch, wie immer. Du lachst, stimmt nicht? Ja, ja, was soll ich sagen? Wir haben wieder Great News überall. Natürlich. Ja, wie immer. Es wendet sich alles zum Guten. Ja. Die Zukunft ist rosig. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht. Das Raw ist, ich fürchte fast, das Raw ist nur zustande gekommen, weil einer auf Telegram geschrieben hat, der wollte dann nicht mal wieder Raw machen. Ihr Idioten. Ja. Und dann haben wir uns aufgrund von einer Anfrage zusammengesetzt. Und 3 bis 5 Leuten, die es gucken, haben wir gesagt, komm, machen wir mal wieder ein Raw. Ja. Ja, aber ich sag mal, 4 im Jahr müssten wir 5 schaffen. Ja, aber theoretisch. Ja, jetzt haben wir auch schon wieder März. Das ist ne? der Wahnsinn, ne? Das ist quasi schon das Osterraw. Das kriegen wir fast nicht gebacken, ne? Ja, guck mal, was alles passiert ist. Ukraine hat einen Krieg gewonnen. Ja. Wie kannst du sowas sagen? Ich meine, ich bin nur froh, dass jetzt der Beweis erbracht ist, dass das nicht die Amis waren mit Nord Stream. Ne? Gott sei Dank wurden die Reisepässe gefunden. Ja, kurzer Seitenhieb, ne? Ja. Ich meine, das hat uns damals auch schon zum Atta geführt, ne? Ja, mit genau. dem Ausweis. So einfach ging das. Blöd halt gewesen, aber gut. Ja, aber es so macht passiert. Sinn. Ja, natürlich. Ja. Medical Detectives und wie die alle heißen, Cold Case und sowas, ne? Ich überlege auch immer, bevor ich irgendwie was in die Luft spreng, habe ich Reisepass mitnehmen. Damit die am Ende auch wissen, wer es war, ne? Ja. Gut. Es geht schon wieder launig los. Ja. Ne? Ich hab auch ein buntes Potpourri an Themen auf meinem Zettel. Da muss aber lachen, die überhaupt rein gar nichts mit Chiptuning zu tun. Ich verstehe uns sowieso als irgendwie Aufklärungsformat. Als Satireformat, ja, die irgendwie aus Verzweiflung an allem und jeden. Ja, an wirklich allem und jeden. Siehst du, ich krieg schon Husten, ja, Covid. Covid, aber keine Angst, es gibt auch Autothemen. Ja, dafür sorge ich. Ich verspreche es. Du bist ja immer so autoaffin. Immer noch, ja. Genau, aber ich muss auch die Pflichtthemen abarbeiten. Also mal wieder der Hinweis von meiner Stelle, auch wenn er mir eigentlich von seiner Grundaussage zu lasch war, aber trotzdem ist eine Frechheit, dass der Ballweg immer noch im Knast sitzt. Ja. Es soll da ja andere Vergewaltiger geben, die schon mal Bewährung kriegen, aber Gedankenverbrechen sind natürlich was ganz, ganz Schlimmes. Richtig, ja. Also auf diesem Wege nochmal Ballweg nicht vergessen. Free Ballweg. Ja, so sieht's aus im besten Deutschland aller Zeiten. Gut. Sag mal, hast du eigentlich schon mal einen Opel Rocks gesehen? In echt? Boah, auf der Straße. Ich muss gerade überlegen, was war das nochmal? Sagt mir was, aber ich habe gerade nicht im Kopf, wie das Ding aussieht. Ist das auch so eine Art T-Rock? So in also der ich blende mal ein Bild ein. Mein erster Gedanke war, wenn ich jetzt so das Werbebild von Opel sehe, das Auto ist für Deutsche gar nicht gedacht oder so. Aber knickknack. Ja, ich weiß wirklich nicht, wie es aussieht, keine Ahnung. Nein, davon mal ab. Irgendwie, den gibt es schon seit 2021. Ja. Also ich habe so ein Ding noch nie auf der Straße gesehen. Ist das sowas wie ein T-Rock oder so? Na, das ist so ein Schieb-mich-zieh-dich, so ein ganz kleines Elektroauto. Sieht von vorne aus wie von hinten, zweisitzig und irgendwie 45 km/h darfst du schon ab 15 fahren oder so. Elektroauto. Ja. Für 7.900 Euro. Geschenkt. Ja. Kaufe ich mir lieber einen Roller, einen Zweitaktroller. Also wie gesagt, ich habe so ein Ding noch nie in der freien Wildbahn gesehen. Und ich fürchte, das ist kein so großer Erfolg. Aber habe ich wahrscheinlich ignoriert. Ja. Wahrscheinlich liegt es auch nur daran, dass ich nicht in den trendy urbanen Gegenden unterwegs bin. Ja, ja. Und wahrscheinlich sind die Innenstädte voll von diesen kleinen, lustigen Knutkugeln. Ja, wobei, um auch mal was Positives über Opel zu sagen. Ja. Ne? Der aktuelle neue Astra Caravan gibt es ja schon eine ganze Ecke jetzt, glaube ich. Ja. Aber finde ich eigentlich ganz gut vom Design.
Also verbindet auch so Retro-Elemente, da meine ich auch irgendwie, so in Gedanken wäre ich da auch an einen alten Ascona A erinnert. Ja. Frag mich jetzt nicht warum. Also ich fand generell Astra, ab dem F Astra, weil der Nachfolger vom Kadett, der H Astra hat mir nicht so gefallen, aber alles was danach kam, fand ich eigentlich waren immer ein paar ganz coole Designs und Sachen dabei. Ne? Also auch Astra J oder so, OPC hat mir ja mal einen Test gemacht. Also ich meine, bei den Motoren, da ist jetzt so nichts dabei, wo ich jetzt steil gehen würde. Ja gut, aber ich glaube, in der heutigen Zeit eh nicht, ne? Ja. Ich glaube, seit Opel da in der Hand von Peugeot ist, hat es sich eigentlich für die Modellpalette positiv entwickelt. Ja, also ich denke auch. Finde ich designmäßig eigentlich alles relativ an. Ich war auch ganz überrascht. Letztens stand ich mal neben so einem neuen Astra. Der ist auch ganz schön, Astra, sorry, Corsa, das Ding ist auch ganz schön groß geworden. Ja, ja, ne? Wie alles, ne? Wahnsinn. Also ein Polo ist wie ein Golf 4 so groß oder sowas früher, ne? Und ja, die werden alle größer, ne? Da fällt mir gerade schon wieder eine geile Geschichte ein. Jetzt kommt's. Hau raus. Wir waren einkaufen, ne? Und ich... Letztens, okay. Ja. Ufenparkplatz gefahren und da steht so ein junges Mädel, winkt schon so, denk ich, hä, was will die denn? kann Opa ja nicht gemeint sein, ne? Also ich schön in meine Parklücke reingegondelt, ne? Und dann rüttelt sie schon an der Tür, denk ich, hä, was ist da los, ja? War total aufgelöst und ihr Auto springt nicht an, ob ich ihr mal Überbrückungshilfe so geben könnte. Und auf alle Fälle, ich dachte jetzt schon, ich kann mich retten, ne? Sag ich, ja, würde ich ja machen, aber ich habe kein Kabel dabei, ja? Und dann siehst du, doch, ich habe ein Kabel, weißt du? Und naja, gut. Der Retter also, in der Not, ja. Also, quasi der Kavalier der Straße, ne? Und ist die Karre dann gelaufen oder explodiert? Es war so geil. Also, dann war die Karre an, ne? Dann habe ich den ganzen Käse wieder abgekabelt, weil ich habe dir ja nicht getraut, ob die das so mit verpolen hin und her. Naja. Also kaum habe ich es abgekabelt, hat sie die Gurke wieder abgewürgt. Also nein, ja. Also das ganze Spiel hat sich drei, vier Mal wiederholt. Ja. Und bis auch, dein Auto alle war. Auch, ja. Nee, es wird noch besser. Ja. Und als ich dann... wiederum vor ihrem Auto stehe und will die Batteriepole abmachen, ja, beziehungsweise Kabel logischerweise, lässt sie die Kupplung schnalzen und fährt mich über den Haufen. Nein, ja, hat mich volle Breitseite erwischt, ich gerade noch so in meiner, wie man es mir gar nicht zutraut, sportiv agilen Art, bin ich noch so zur Seite, dass sie mir nur in ein Bein reingesetzt ist, ja. Das Auto war wieder aus, ja, die war komplett aufgelöst und ach, um Gottes Willen. Und ich, ja, komm, alles locker und so. Und dann, soll ich Ihnen Geld geben? Ja, soll ich Ihnen Schokolade geben? Also, Schokolade. Aber weißt du, das ist auch wieder so geil. Da habe ich gedacht, jede gute Tat wird sofort gestraft. Ja, ne? Ja. Ich quäl mich mit der Drulla ab, mit dem Überbrücken. Und die fährt sie noch ans Bein, ne? Und die fährt mich über den Haufen. Ne? Es war wieder voll Comedy. Die ist lustig, ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Und musste sich von den 5000 Leuten auf dem Rewe-Parkplatz, musste sich unbedingt mich aussuchen. Ja. Ne? Ach so, ich dachte, du wärst der Einzige, der da gerade rausgefahren ist oder so. Nein, aber ich kann mir vorstellen, dass ja unsere auf Hygiene und Abstand bedachten Mitmenschen und Öko, ja, sich vielleicht gar nicht in die Gefahr der Nähe begeben wollen. Gut, dass der Verbrenner aus ist. Da hätten ja einerseits die Umweltbelastung, andererseits hätten ja auch Viren überspringen können und so. Ne? Also, naja, wie dem auch sei, bin ich als Kavalier der Straße mal angefahren worden. War auch nicht schlecht. Hatte ich schon ganz vergessen. Ist mir jetzt gerade wieder eingefallen und wollte ich dann hier doch mal erzählt haben, um so ein bisschen Zeit zu machen hier auf der Uhr. Ja, ja, genau. So, haben wir noch was? Ja. Was ich unseren Zusehern auch mal ans Herz legen möchte, mittlerweile gibt es ja einiges im Netz, teilweise auch bei Telegram und so, über die Lockdown-Files aus England,
was der Gesundheitsminister da so alles im Schilde geführt hat. Brutal, ne? Und auch die Pfizer-Files, mhm. was da jetzt so alles rauskommt. Und aber ohne Konsequenzen wahrscheinlich. Leider ja. ohne Konsequenzen bislang. Und es fällt mir wirklich schwer, dass die Leute immer noch nicht draufkommen. Also so langsam müsste auch der wohlmeinendste Mensch irgendwie abchecken, mhm. dass wir wohl verarscht wurden. Aber nein, irgendwie, ich sehe auch immer noch Leute im Auto mit Maske und solche Sachen. Also das ist unfassbar. Mach ich auch. Also auf alle Fälle, Lockdown-Files, England, Pfizer-Files, mal reinlesen. Ja. Und mal die eigene Meinung drüber machen. Nachdenken, eine Meinung bilden, vielleicht auch mal anderen Leuten davon erzählen, dass die mal gucken, kann nichts schaden. In dem Zusammenhang, ich habe es auch auf Telegram schon erwähnt, wollte ich nochmal auf einen offenen Brief von dem Pfarrer Fliege hinweisen. Mhm. Ich werde es mal versuchen, unter dem Video zu verlinken. Eigentlich fand ich den immer total blöd. Ja, also Fernsehfahrer halt, und so, ne? Ja, und diese komischen Talkformate und heiliges Wasser und sonst was, ja. Aber da muss ich sagen, was er da dem Bischof Bedford Strom oder wie der heißt, geschrieben hat, da kann ich nur 100% zustimmen. Ich habe es ja in der letzten Sendung schon mal gesagt, weswegen man aus der Kirche austreten sollte und was ich von diesen verlogenen Läden halte. Aber der Fliege hat es echt nochmal auf den Punkt gebracht. Absolut lesenswert und ist auch absolut so, dass ich sagen muss, nachdem ich ja so auf die Kirche geschimpft habe, muss man wenigstens mal die einzelnen Leute herausheben, die dann auch aus dieser Institution heraus eine andere Meinung haben. Gut, er und der andere, der diesen Brief verfasst haben, die sind zwar auch beide schon wieder in Rente. Ja. Wäre natürlich schöner, wenn das auch mal noch aktiv machen würden. Wenn es um was geht, ne? Ja. Aber immerhin hat er sich zu dem Thema mal geäußert und er ist ja doch durchaus prominent. Also das fand ich schon recht gut. Und um diesem Thema dann vorerst hier in der Sendung mal den Abschluss zu geben, möchte ich auch nochmal meine nie enden wollende Verachtung für alle Firmenchefs ausdrücken, die ihre Mitarbeiter in die Nadel getrieben haben. Ich hoffe, dass das irgendwann mal Konsequenzen haben wird. Muss. Ja. Und wenn es am Ende vorm letzten Gericht ist oder wie auch immer. Ja. Aber Judgment Day. Ey, was die ihren Leuten angetan haben. Und ich sehe immer noch bei ganz wenigen Leuten aus dieser 2G-Fraktion, sehe ich jetzt irgendwie so, sage ich mal, einen Erkenntnisgewinn oder auch irgendeine Form von Reue. Ja? Und man muss einfach nur mal sagen, so Systeme funktionieren nur, wenn alle mitmachen. Richtig. Ja, und ich meine, wenn man jetzt im Nachhinein sieht, dass mal 20 oder 25 Millionen sich diesem Käse entzogen haben und trotzdem ist es nicht gelungen, quasi in der breiten Masse irgendwie Widerstand zu erzeugen, dann spricht es halt Bände. Mhm. Ja. Ja, also ich meine, vor den Leuten kann ich allen keinen Respekt mehr haben. Die kann ich, wie gesagt, dieses ganze 2G-Gesindel nach wie vor, will ich nichts mit zu tun haben, weil da wurde keiner dazu wirklich gezwungen, sondern mehr oder minder haben sich alle freiwillig reingestürzt. Mhm. Und das freiwillig den Arsch hingehalten. Das werde ich den Leuten nicht vergessen können. Aber ich bin ja auch nur ein alter Furz mit abstrusen Meinungen. Gut, kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Ja. Ja, jetzt kommen wir zu den guten Sachen. Nee, gestrichen. Ich habe auf Telegram mal in die Community gefragt, ob es für die Sendung heute irgendwelche Fragen gäbe. Mhm. Und man stelle sich vor, drei oder vier Fragen haben sich dann doch ergeben. Ne? Also sind zwei, drei Leute quasi diesem Aufruf gefolgt. Und da fangen wir gleich mal mit der ersten Frage an. Pflege von Turboladern. Pflege im Sinne von warm fahren, kalt fahren. Hätte ich jetzt auch so interpretiert. Also, weil sauber machen oder so. Ja, mit der Bürste. Ja, also für so einen Show- und Scheinkar vielleicht. Also
Ja, wichtig, wichtig auf jeden Fall. Ne? Ja. Also wirklich. Ich denke aber, wenn ich die, so wie ich die Frage verstehe, bin ich ganz genau, wie du es auch sagst, warm fahren und abkühlen lassen, ja, kalt fahren, das ist eigentlich das Einzige, was man machen, ja, muss. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was man im Turbolader Gutes oder Schlechtes tun könnte. Also ich weiß nicht, was ich jetzt zum Beispiel nicht tatsächlich weiß oder nicht genau weiß, ist, wenn ich jetzt, wie bei meinem Seat, wo ich den Turbo jetzt getauscht habe, gibt es da eine Einlaufphase von einem Turbo? Ich glaube ja nicht, oder? Also weil man muss auch so sehen, bei dem Test, das wird ja jeder Turbolader, also jetzt ist es ja ein Upgrade-Lader, der quasi von der Firma noch nachbearbeitet wird, und die machen da auch Tests mit dem, dass das auch alles rund läuft, und dann lassen die den irgendwie auf 120.000 Umdrehungen hochspulen oder so. Also ich denke, wenn die Ölversorgung da ist und der Schmierfilm quasi die Welle umgibt, sehe ich jetzt keinen Grund, also für mich jetzt rein logisch, sage ich mal, dass ich jetzt einen Turbolader, sage ich mal, einfahren muss oder sowas. Also so, wir dass ich das Auto dann ganz normal warm fahre, wie ich es immer mache, klar, aber... Wir hatten ja diese Einfahrthematik auch generell, was das Einfahren angeht, schon mal in früheren Raws gehabt. Und ich muss sagen, ich sehe sowieso nicht diese krasse Notwendigkeit, was weiß ich, Thema Nissan GT-R da 2000 Kilometer und so. Ja, ich meine, wenn du immer siehst, dass die meisten sportlichen Fahrzeuge ja schon beim Hersteller aus prüfungstechnischen Gründen ans Maximum gebracht werden, auf einem Prüfstand oder auf einem Motorenprüfstand, dann wäre aus meiner Sicht da schon was fliegen gegangen, wenn es was zum Fliegen gegeben hätte. Ja, genau, ja. Was nicht heißt, dass ich nicht ein Freund davon bin, zu sagen, okay, ein Öl verwenden nach Herstellervorgabe, warm fahren, kalt fahren, diese Geschichten, alles klar, ja. Aber ansonsten sehe ich da keine Notwendigkeit. Und ich muss auch sagen, in den vielen Jahren, wo ich jetzt doch schon das ein oder andere Auto hatte, auch neu, hätte ich da nie negative Auswirkungen gesehen, so wie ich es mache. Ja. Also ich denke, spezielle Pflegemaßnahmen würden mir jetzt dazu nicht einfallen. Nö, nicht wirklich. Also das, was wir jetzt halt gesagt haben. Ansonsten, Dann kam die Frage, welcher Antrieb wird sich durchsetzen? Das ist eine gute Frage, weil ich habe ja auch hier Thema stehen, Verbrenner aus oder sowas auf meinem Zettel 2035. Und da stellt sich natürlich jetzt auch vielen die Frage, wird sich das Elektroauto durchsetzen? Also so durchsetzen im Sinne von 90% fahren dann nur noch elektrisch ab 2035 oder immer mehr, sage ich ganz klar nein. Und ihr könnt mich auch beim Wort nehmen, wenn wir so weit kommen. Ich sage, das Elektroauto A wird sich so nicht durchsetzen, wie es hier jetzt propagiert wird. Und es wird auch ab nach 2035 auch immer noch hier ganz normal Verbrenner geben. Die E-Fuels werden mit Sicherheit noch weiterentwickelt und auch günstiger werden. Und ich glaube nicht, weil wenn man wirklich das Thema Nachhaltigkeit, sage ich mal, angeht, und wir haben mit dem Verbrenner einfach schon die Infrastruktur da. Wir haben Millionen Autos, Milliarden Autos auf der Welt quasi. Milliarden weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall hunderte Millionen Autos. Und die jetzt, sage ich mal, alle aufs Abstellgleis zu schieben und zu verschrotten, das ist nicht nachhaltig. Also sehe ich nicht. Also lieber gucken, dass man da auch noch die am Laufen hält, auch wenn man jetzt sagt, okay, man steckt jetzt nicht die volle Manpower nur in den Verbrenner, sondern man guckt auch nach, was weiß ich, Wasserstoffantrieben oder Brennstoffzelle und halt die ganz normalen Akku-E-Autos oder wie auch immer man nennt, Batterien. Und da wird es, ich schätze mal, so einen Mix geben, so ein Drittelmix aus normalen Verbrennern. Viele Hybride werden dabei sein, schätze ich mal, und auch ein Drittel vielleicht reine E-Autos. So sehe ich das ein, so die nächsten 10 Jahre, ist meine Einschätzung. Also, ich muss sagen, es ist mir mittlerweile auch ehrlich gesagt fast Wurst. Ja, weil... das war aber nicht gefragt. Ja, nein, es ist ein rein politisches Thema. Und wenn ich jetzt danach gehe, was mir Spaß macht, dann würde ich sagen, ja klar, Verbrenner. Oder solange ich eine Elektro-Geschichte als Power-Extender nutze, lasse ich mir das auch gefallen. Und...
was die Umwelt an. Also sag mal so, ich sehe überhaupt keinen Grund, irgendein Verbrennungskonzept der Umwelt zur Liebe machen zu müssen. Das sehe ich nicht, weil für mich ist diese ganze Umweltdebatte und diese Klimaschutzdebatte ist eine Geldmaschine, die sich Leute ausgedacht haben. Wie die Kirche. Ja, weil ich meine, die Regierung nimmt durch Klimaschutz Geld ein, irgendwelche kuriosen Organisationen nehmen durch Klimaschutz Geld ein, aber inwiefern kannst du durch Geld das Klima, überhaupt für mich ist der Gedanke des Klimaschutzes schon kompletter Schwachsinn. Umweltschutz bin ich ein großer Freund von. Mhm. Nichts versauen, keinen Dreck in die Landschaft schmeißen, ja. Gewässer nicht versauen, was weiß ich, darauf achten, dass es Tieren und Pflanzen gut geht, alles in Ordnung. Aber Klimaschutz ist aus meiner Sicht eine Idee von komplett überheblich geisteskranken Arschlöchern. Weil, nicht, dass wir uns da falsch verstehen, also ich glaube auch, dass es einen Klimawandel gibt. Ich glaube aber, dass unser Einfluss darauf vernachlässigbar ist. Also davon, dass wir jetzt CO2 sparen, wird sich das Klima nicht ändern. Es gab immer warme Phasen, kalte Phasen. Ja, du siehst ja, schmilzt irgendein Gletscher weg, finden sie irgendeinen Weg drunter oder sowas. Ja, also von daher sage ich mal, für mich wäre jetzt aus Klimaschutzgründen, würde ich nie irgendein Antriebskonzept präferieren. Ja, ja. Weil ich halte das Geschäft mit dem Klimawandel und mit CO2 halte ich für einen verlogenen Haufen Scheiße. Ja? Und ich verstehe nicht, dass sich die Leute in dieses System reinknechten lassen, weil so langsam müssten die Leute doch mal verstanden haben. Ich meine, wir sehen jetzt ja langsam, was so mit Corona war und wie da die Leute verarscht wurden. Und warum sollte ich aus derselben Richtung, aus derselben Wissenschaft, warum sollte ich denen jetzt plötzlich beim Klimawandel glauben? Ja, und man muss ja mal eins sehen, diese ganzen, welcher Antrieb wird sich durchsetzen? Da reden wir ja nur vom bespasteten Europa. Ja, genau. Und wir sehen ja jetzt auch im Ukraine-Konflikt, wie unwichtig Europa ist. Wir überschätzen uns total. Ja, möglicherweise China, Brasilien, Indien, ja, die ganzen, die scheißen sich einen Haufen drauf, was wir hier machen. Ja. Ja, und deswegen... Hier bei uns, bei unseren dummen Leuten können sie es machen, denen können sie für den Scheißdreck noch Geld aus der Tasche ziehen, aber in anderen Ländern interessiert es überhaupt nicht. Und die Groteske, so Länder wie Indien stecken uns innovationstechnisch in die Tasche und wir bezahlen denen noch Entwicklungshilfe. Genau, wie China. Komme ich gar nicht drüber. Ja. Ja? Also von daher, aus Umweltgründen würde ich gar keinen Antrieb präferieren, weil ich das alles für Lug und Trug halte. Und aus Spaßgründen nach wie vor Verbrenner, ja. Oder wie gesagt aus Leistungsgründen Hybrid. Performance, ja. Antwort gegeben. Kann ich ein Häkchen dran machen. Einmal, klar. So, dann nächste Frage. Was wissen wir zu E-Fuels? Nicht viel. Tatsächlich. Ich weiß, dass die Formel 1 mit E-Fuels im Prinzip, also mit synthetischem Kraftstoff fährt, ne? Ja. Das ist schon ewig aber. Und dass das aktuell noch teuer ist, sage ich mal. Also du kannst ja schon, es gibt ja schon E-Fuels, wo du einfach wirklich in den Motor kippen kannst. Ne? Mhm. Was weiß ich, das war jetzt auch bei Formel 1, glaube ich, die haben doch auch irgendwelche alten Formel 1 Autos auch mit E-Fuels. Also da gibt es Versuche, en masse im Prinzip, ne? Also ist ja eine riesige Entwicklung, die aber ja nicht gewünscht ist oder totgeschwiegen wird, die es ja schon längst gibt. Und ich sag mal so, auch vernünftige Wissenschaftler, die auch eine gewisse Basis haben, sag ich mal, die sagen ja auch, wie heißt hier von wo auch immer bei alte Schule ist. Rainer Braun? Nee, wie heißt der? Nee, Braun ist ein Reporter. Nee. Du meinst den Professor Indra. Ja, den meine ich. Ja. Wie komme ich auf Braun? Egal. Da kommt wieder deine Gesinnung durch. Nee. Genau. Und, das bitte sind... kein rechtes Gedanken in unserer linksgrünen Sendung. Ja, ja. Das sind für mich Leute, auf die sollte man hören. Und die sagen auch ganz klar, dass E-Fuels eine riesen Zukunft haben aufgrund, wie ich schon gesagt habe, der Infrastruktur, die wir ja schon haben. Die sind transportierbar, die Energie. Ne, das funktioniert, aber ich weiß jetzt nicht,
wie viel, was gibt es da verschiedene, wie wird das hergestellt, ist energieaufwendig bestimmt, ne? Ja. Aber da habe ich wirklich, also muss ich passen. Das Problem ist halt, ich kenne das ja auch alles nur vom Lesen. Ja. Und sagen wir mal, wenn ich nie so, ausprobiert habe, wenn, ne? Wenn ich so die letzten 3 Jahre sehe, fällt es mir immer schwerer, Gelesenes zu glauben. Ja, das ist es. Weil auch, ne? Du wirst sowieso nur überall verarscht. Aber was jetzt für mich hängen geblieben ist, das ist dieses, also Power to Fuel nennt sich das ja. Und dass nur 10% der ursprünglich eingesetzten Energie, also in wesentlichen Teilen Strom, dann für den Antrieb genutzt werden. Mhm. Das heißt also, die Energieeffizienz scheint echt schlecht zu sein. Du musst richtig viel Energie reinstecken und kannst am Ende nur 10% durch den Motor jagen. Kann man machen, aber ich sag mal, wenn es jetzt so ist, dass das viel Ressourcen bildet und die Umwelt belastet, oder auch nicht, das kann ich gar nicht beurteilen, dann würde ich sagen, ey, so sauber wie die Autos mittlerweile sind, lass uns doch einfach weiter Erdöl verbrennen, solange es da ist. Ja? Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit kamen auch schon irgendwelche Leute und haben gesagt, in 30 Jahren. Ja, ich meine, ey, und ich gewinne fast den Eindruck, das wird noch sehr lange dauern, bis da alles ausgeschöpft ist. Ne? Und ich glaube, jetzt zwanghaft zu diesen E-Fuels zu wechseln, das macht auch nur Sinn, wenn du an den menschengemachten Klimawandel glaubst. Ja. Und da glaube ich halt nicht dran. Wie gesagt, Klimawandel, okay, akzeptiere ich, gibt es mit Sicherheit. Aber dass wir da die große Rolle spielen oder dass wir so vermessen sein sollten, daran was ändern zu können, das glaube ich nicht. Ja? Also von daher habe ich da so keine dogmatische Vorstellung, bin grundsätzlich offen. Also wenn die mir E-Fuel günstiger verkaufen wie Mineralöl, rein damit. Ja. Ja. Wird bald so sein wahrscheinlich. Aber ich habe da keine, also ich muss auch sagen, es gibt zunehmend einfach Themen, die mich auch nicht so interessieren. Jetzt exakt zu wissen, wie wird das hergestellt und was ist hier und was ist da. Boah. Semi-geil, ja. Ja, nee, weil so wie gesagt, also was du in Wikipedia liest, kann auch gelogen sein. Ja, kann ja jeder schreiben. Ne? Ja, und was du in der Zeitung liest, ist sowieso gelogen. Ich meine, weißt du, da kommen wir auch gleich zu, ich gehe mal davon aus unserer Sicht ist die Frage soweit auch beantwortet. Mhm. Mehr wissen wir darüber eh nicht. Da muss man wahrscheinlich mal in die Schule, setzen, Super-Tuning-Experten wie den JP fragen. Ja. dann fragte noch jemand, was wir zu Euro 7 wissen, / davon halten. War wahrscheinlich derselbe Frage wie hier bei den E-Fuels. Ja. Steht hier sogar auch auf meiner, die Euro 7 Norm. Ja, erstmal, ja. Genau. Und was mir also aufgefallen ist in meiner Recherche, da habe ich mich wieder aufgeregt über den ADAC, den ich ja, ich weiß gar nicht seit was, aber irgendwie seit irgendeinem Rohr habe ich die doch mal umbenannt. Ne? Ja. Mir fällt der Grund gar nicht mehr ein, ist aber auch egal. Der Grund, warte mal. Egal, ja. Ich komme vielleicht noch drauf. So, ja. Alleine schon, wenn ich über Euro 7 in diesem ADAC-Ding da lese oder auf der ADAC-Website lese, in welchen, ja, und das ist ja auch wichtig und für die Umwelt und wir müssen ja. Und also, das ist immer das Argument. Ja, das ist auch nur ein Organ der vorherrschenden politischen Meinung, die kannst du mal komplett vergessen. Ja, also auch da austreten, Scheißladen. So. Ja gut, was kann ich zu Euro 7 sagen? Also wie ich das wohl mitgekriegt habe, gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Diesel und Benzin. Ja, was auch, also die sind irgendwie beide bei 60 Milligramm. Also sind gleichberechtigt. Ja. Endlich. Und es fließen auch solche Sachen wie Reifen- und Bremsenabrieb mit ein. Mhm. Weiß ich nicht, ob das bei Euro 6 auch schon so war. Scheint auf alle Fälle so zu sein, dass es... Werden dann auch E-Autos besteuert? Weil die haben auch Reifenabrieb und Bremsen. Ja. Ich glaube, das greift auch irgendwie für E-Autos. Aha. Die Richtung kommt jetzt, ne? Und es scheint wohl so zu sein, dass es sich nicht mehr für alle Fahrzeuge lohnt, das in Angriff zu nehmen. Und von daher, glaube ich, ist Thema bei dir. Kannst du dann was dazu sagen? Ich will nur noch eine Sache sagen. Das lese ich hier mal vor. Laut EU-Vorschlag ist bei allen Fahrzeugen eine zeitgemäße Manipulationssicherheit für Kraftstoff- und Reagenzeinspritzsystem, Motor- und Motorsteuergerät, Antriebsbatterien, Kilometerzähler sowie Emissionsminderungssysteme zu gewährleisten.
Damit wird eine langjährige Forderung des ADAC umgesetzt. Allerdings sollte die Manipulationssicherheit auch Fahrzeugsicherheitssysteme, Fahrzeugvernetzung und automatisierte Fahrfunktionen umfassen. Ja? Aha. Und das könnte natürlich auch heißen, gut, Tachodrehen verhindern, versuchen sie schon lange, wird trotzdem gemacht, gibt es immer wieder Digibrock und sonstige Geräte, die das überwinden. Ja. Aber es scheint auch schon so zu sein, dass man die Manipulation des Motorsteuergerätes auch noch mehr in die bestrafungswürdige Ecke stellen will, was vielleicht auch bedeuten könnte, dass es mit der Tunerei einerseits wahrscheinlich wieder schwieriger werden könnte und andererseits vielleicht auch da wieder neue Bestrafungsvarianten dazukommen, die einem das Leben schwer machen sollen. Muss man jetzt mal abwarten. Also erzählt wird viel, aber es ist schon was den Leuten als Manipulationssicherheit verkauft wird, ist eigentlich das hört sich immer so gut an, ne? Eine Bevormundung. Ja, natürlich. Weil ich mal, weißt du, wenn ich jetzt auch sehe, Ford hat da jetzt auch irgendwie ein Patent. Mit die Auto dann das aussperrt und. Ja, wenn du quasi deine Leasingrate nicht bezahlt hast, sperrt dich das Auto aus und fährt zum Händler oder so, ja. Da werden jetzt viele lachen und sagen: Ja, es ist ja, Elektroautos oder so, das habt ihr davon. Aber da möchte ich eigentlich auch mal klar machen, dass es solche Funktionen eigentlich auch bei den Verbrennern schon seit längerem gibt. Mhm. Also BMW kann dir ja zum Beispiel, auch wenn du deinen Schlüssel verloren hast, und das können andere auch, können die dir ja deine Karre öffnen und den Motor starten, dass du fahren kannst. Ja. So, da kann man natürlich auch davon ausgehen, dass sie dir das Ding auch abklemmen können, wenn sie wollen. So. Natürlich. Und da denke ich jetzt nicht nur daran, dass du deine Rate nicht bezahlt hast, sondern diejenigen, die jetzt lachen und sagen, ja, Smart Meter hin und her, Elektroautos, die dürfen dann einfach nur noch für 50 Kilometer laden oder werden komplett vom Lader genommen, wenn Strombedarf ist. Ja? Ich garantiere dir, dass auch gleichermaßen die bei den Benzinern den Schalter umlegen. Und man muss sich einfach klar machen, dass diese Kontrollsysteme, sagen wir mal, seit 2019 anfangen, überhand zu nehmen. Und das, was jetzt inzwischen drin ist, ich meine, guck dir nur die App-Steuerung an von VW, was du da alles sehen kannst über dein Auto, welche Fehler und welcher Kilometerstand und wo er steht. Und also ich würde einfach mal sagen, da sollten sich jetzt Verbrennerleute nicht zu früh freuen. Die wird es genauso treffen, die werden auch den Stecker rausgezogen kriegen. Und es ist heute auch schon bei Fahrzeugen möglich, die 3-4 Jahre alt sind. Soll sich mal keiner irgendwie einen Kopf machen. Und ich denke, das wird uns alle treffen. Der beste Schutz ist quasi, einen Youngtimer zu fahren. Ja. Also meine Autos sind nicht älter als, nicht jünger als, sag mal, 16 Jahre. Ja, ich glaube, da bist du... Da bin ich safe, oder? Da bist du safe. Analoge Tacho, Handschaltung. Ja. Ja, Gott sei Dank. Aber alle Handschaltungen. Ich glaube, das sind uns alles so Sachen, die uns in den Kontrollsystemen drohen. Und die 15-Minuten-Stadt wird sowieso verhindern, dass du fährst, weil dann schaltet dein Handy einfach auf Rot und dann darfst du aus der Zone nicht mehr raus. Aber auch zum Thema Abschalten und so, was weiß ich, auch beim Verbrenner gerade, ja... Wenn dann so, wenn du mal dann so ein CO2-Konto hast, ne, und du bist drüber, dann darfst du dein Auto vielleicht auch nicht mehr fahren, weil du hast ja schon genug CO2 in dem Jahr. Da sind wir wieder bei dieser ganzen Dystopie. Ja. Das Handy ist der zentrale Mittelpunkt deines Lebens. Da hast du deine Gesundheitsdaten drin. Da hast du dein Zentralbank-Digital-Euro-Konto. Hier. Da darfst du nur noch reisen, wenn es zu deinem CO2 passt. Aus der Zone kommst du auch nicht raus. Und die Leute werden wahrscheinlich so dumm sein, sich das alles gefallen zu lassen. Ja, weil das hat ja schon der Bruder gesagt und da kann ich nur sagen, 100% gebe ich ihm recht. Anhand Corona haben wir jetzt eigentlich wieder die Erklärung gesehen, wieso konnte es in Deutschland 1933 dazu kommen. Die Karten liegen auf dem Tisch. Die Leute haben uns jetzt wieder den Beweis gebracht. Es hat sich nichts verbessert. Es ist immer noch so, dass das alles Bücklinge und Arschlecker sind, die alles mitmachen und wenn sie vielleicht einen kleinen Vorteil für sich bekommen. Dann die eigene Mutter verraten. Ne? Ja, genau. Deshalb denke ich, also
grundsätzlich sehe ich für die uneingeschränkte Mobilität, dass du jetzt heute sagst, ach, ich fahre mal nach München. Weil ich Bock habe. Und guck da einfach mal, was da los ist, ja, und dann fahre ich wieder heim. Trinke Weißbier. Das wird man dir schon versuchen auszutreiben. War jetzt wieder eine weite Exkursion mit Euro 7, ja, aber wir sind ja noch nicht am Ende, ja, weil das du hattest ja anfangs, trifft ja noch auf deinen Zettel. Du hast anfangs gesagt, auch mit Euro 7 wird es wahrscheinlich das ein oder andere Auto nicht mehr geben. Und wen trifft es natürlich? Sagen wir mal, die günstigen Kleinwagen, wo die Hersteller eh nicht viel dran verdienen. Ne, weil, was weiß ich, wenn du an einem Polo oder so 400-500 Euro am Ende verdienst als Hersteller, abzüglich allem, was du so an Ausgaben hast, und musst dann dafür auch Motoren bereitstellen oder Tests machen, die teuer sind. Und ja, die Kosten einfach überhand nehmen, wie es ja jetzt generell ist, ja, jetzt nicht nur im Energiesektor. Und ja, dann hat Kia schon gesagt, der Rio, der wird nicht mehr gebaut. VW hat den Polo gerade auf dem Prüfstand. Ich meine, das sind ja jetzt gerade auch der Polo alles Autos mit Tradition, kann man schon fast sagen. Auch, also jetzt nicht so, dass man sagt, okay, der was ist, 86er Polo war so ein geiles Auto oder so. Das sind halt kleine Autos, wo sich halt auch die Leute leisten können, um von A nach B zu kommen. Und da sind wir auch wieder beim Thema ne, Mobilität einschränken oder sowas. Also ich glaube sowieso, dass es billige Autos wird es so gar nicht mehr geben. Weil, nee, weil du hast jetzt auch gesehen, was weiß ich, was teilweise die Preise explodieren. Und das ist auch teilweise so explodiert, ist jetzt auch, finde ich, ist meine Meinung, ich stelle mal eine Theorie auf, dass das auch vom Hersteller ein bisschen gewollt ist, dass es sich den E-Auto-Preisen ein bisschen anpasst, weißt du? Dass die nicht mehr so überteuert wirken im Gegensatz zu einem Verbrenner. Sondern, weißt du, was ich meine? Also worauf ich hinaus will. Ja, ja, da möchte ich gerne auch einhaken. Ja. Und zunächst mal möchte ich auch sagen, wer glaubt, dass wenn er sich auf ein Elektroauto fokussiert, oder wenn einer glaubt, dass er dadurch, dass er ein Elektroauto kauft, seine Mobilität rettet, kann ich nur sagen, ist er komplett verblödet. Mhm. Weil das Endziel dessen, was man will, ist überhaupt keine individuelle Mobilität. Ja? Das heißt, auch dem Elektroauto wird es an den Kragen gehen, rigoros. Mhm. Und bevor es dem Elektroauto an den Kragen geht, wird man natürlich auch da noch 1000 Steuern erfinden und die Leute auspressen bis zum Letzten. Aber jeder, der jetzt glaubt, Elektromobilität sei die Rettung und würde ihn mobil halten, lache ich mich kaputt. Ja. Ja, weil es ist einfach gar nicht mehr gewollt, dass die Leute so individual mobil sind. Und es ist ja auch viel einfacher, die Kontrolle zu behalten, wenn du die Leute etwas mehr ghettoisieren kannst. Also ja, denke ich mir, dass Thema 15 Minuten statt, ne? Das Elektroauto ist nicht die Rettung. Das ist ein Irrweg, der uns richtig viel Geld kostet. Mhm. Wer Spaß dran hat, mein Segen hat er. Ich bin da komplett offen. Wenn einer das geil findet, soll er machen. Nur das jetzt den Leuten aufzuzwängen, halte ich für einen Fehler. Und das andere, was du sagst mit den Preisen, das ist auch so eins meiner Ärgernisse überhaupt. Also ich meine, dass wir, was die Inflation angeht, mal total beschissen werden und dass die Inflation viel höher ist, das kriegt ja jeder mit, der Lebensmittel einkaufen geht, was weiß ich, Dose Thunfisch oder solche Sachen, Margarine, was es auch immer ist, da sind die Preise ja abgegangen, da glaubst du gar nichts. Ja? Aber ich habe auch den Verdacht, dass sich viele auf diesen Zug setzen. Und sagen auch, ist halt teurer geworden. Weil es gibt einfach so Dinge, da ist es auch teilweise alternativlos, weil du bist gezwungen, du brauchst irgendwie so Dinge der Grundversorgung, wenn dir irgendwie der Strom erhöht wird, wenn dir die Krankenversicherung erhöht wird. Kannst du gar nichts machen. Ja, da kannst du gar nichts machen. Meine Krankenversicherung hat 100 Euro aufgeschlagen zum Jahreswechsel. Ja, natürlich habe ich mich versucht zu wehren, aber kann ich mich wehren? Nee, weiß ich auch noch nicht, wie ich das mache. Ja? Und das sind alles solche Sachen. Wollt mir neue Brillengläser holen. 700 Euro für ein Brillenglas. Ich frage mich, was die genommen haben. Ja, und da muss ich ganz klar sagen, da habe ich den Verdacht. Es gibt mit Sicherheit viele Artikel, haben wir ja selber erlebt, Lieferengpässe, Bauteile und so weiter, wo die Preise drastisch hochgegangen sind. Teilweise aber auch, weil die Firmen aus Corona-Arschleckgründen einfach auch die Produktion runtergefahren haben und sonstige Dinge. Ja. Also es gibt begründet mit Sicherheit Sachen, die teurer werden.
Aber ich glaube, dass mit Sicherheit die Hälfte der Preiserhöhung einfach daraus resultiert, dass die, die es können, sich einfach das noch mitnehmen. Das mitnehmen. Ja, ja? Ich klar. Sag mal so, weißt du, bei uns ist schwierig, kostet irgendein Scheißdreck 3,99, die Leute wollen noch handeln, da kannst du nicht sagen, kostet jetzt 7,99 oder so. Ja, da sagt jeder, bist verrückt. Aber bei so Sachen, wo du keine Wahl hast, wenn du dir irgendwie 5 Zähne kaufen musst oder die Brille ist kaputt oder ja, so. Ja. Ja? Also Wahl wäre nichts mehr sehen. Ja, oder halt, da wirst du halt geäfft. Ne? Ja. Was willst du machen? Ja? Und das ärgert mich auch, dass viele einfach nur unter dem Vorwand, oh, es wird alles teurer, weil die Geschichte erzählt dir jeder. Ja? Und es sollte eigentlich auch noch Sachen geben, die nicht teurer werden oder eher günstiger werden. Aber jeder, der es sich erlauben kann, der rasiert dich bis zum ja. sonst wohin. Und ich meine, Ölkonzerne, bestes Beispiel. Wenn du siehst, was mittlerweile auch bei den Vertragswerkstätten für Stundensätze aufgerufen werden, das findet sich ja nicht unbedingt bei den Gehältern der Mitarbeiter ja. wieder. Also, aber was mir in dem Zusammenhang auch so unfassbar auf den Sack geht, bei fast allen meinen Mitmenschen eigentlich, weißt du, wenn dann heißt, was weiß ich, ja, ich habe jetzt getankt irgendwie für 1,70 Liter super. Boah, das war ja, günstig. Ich habe sogar für 1,60. Ich so, bist du behindert? Ich so, das ist viel zu teuer. Ja, besser als, ja klar besser als 2 Euro. Aber das ist doch, überleg doch mal, weißt du, die ziehen die Daumenschrauben so krass an, ja, und machen es auf 2,30 Euro ja. oder sowas und machen es dann wieder ein bisschen niedriger und schon sind die Leute das froh, besänftigt. Sind die. Es kostet erst 1 Euro, was schon teuer ist. Ja, ja. Dann machen sie es auf 2,30 ja. und wenn du es dann für 1,90 kriegst, denkst du, yeah! Ja, und, aber so ist es. Und ich bin immer total entsetzt und denke so, nein, ich so, das ist immer noch viel, viel zu teuer, unnötig viel zu teuer, ja, gewollt ja, viel zu teuer. Und jetzt freust du dich, weil du statt 2,10 Euro halt 1,90 zahlst und sagst jetzt nicht, die wollen mich doch abziehen. Ja. Aber so, dass du die Leute so einfach fangen kannst. Und es soll mir mal bitte einer erklären, wo diese CO2-Abgabe hinfließt ja, und inwieweit ins Ausland. inwieweit die das Klima verbessert. Ja? Ja, null. Da haben sich ein paar richtig reiche Säcke haben sich überlegt, wie könnten wir die Leute jetzt nochmal final. Weil, wenn du schon alles verkauft hast. Es hat ja jeder alles, ja? Ja, ja. Es hat jeder, was weiß ich, Auto, Kamera, PC, Fernsehen. Also ja. brauchst du irgendwie was, wo du die Leute richtig abledern kannst ja. und es quasi auswegslos ist. Also und dazu musst du den Leuten hätte man normalerweise machen, sagen müssen, wir besteuern die Atemluft. Ja. Da das mit dem Besteuern der Atemluft aber dem Blödsten klar gewesen wäre, ja. das kann ja wohl nicht sein, hat man sich diese CO2-Nummer ausgedacht. Yeah. Ja? Und ich meine, weißt du, wenn du teilweise auch so Berichte siehst, da ist mir gerade aufgefallen, diese Reschke von der ARD, ne? Oh. Die hatte da irgendwie so eine Atemmaske für Kühe vorgestellt, damit die weniger CO2 ausstoßen. Und dann hat sie noch irgendwie so eine Insektenfarm gehabt, wurde dann auf künstliches Fleisch. Ich meine, hallo, wenn einer kein Fleisch essen will, soll er kein Fleisch ja. essen. Wenn einer es essen will, soll er es machen. Ja, und ich frage mich auch, ob wie weit kann man es mit den Leuten noch treiben? Wie blöd sind die Leute wirklich, dass sie es nicht merken? Also, ich meine, ich kann es mir jetzt ja erlauben, weil ich könnte es ja von mir gleichermaßen sagen, mhm. wenn eine Adipöse, eine Fettleibige wie die Ricarda Lang sich vor die Mikrofone stellt und quasi erklärt, ja. den Kindern möge bitte keine Werbung mehr zukommen für ja. Fastfood und für Snacks, Zucker, weil für die Gesundheit und wir müssen ja und die Kinder werden zu dick. Ja, bei dir zu spät. Ja, dann kann ich ja wirklich nur sagen, ja. was ist das bitte für eine Satire? Ja, was weiß ich, das wie wenn sie ankommt und sagt, ich bin hier deine neue Fitnesstrainerin. Ja, genau. Ja. So, weißt du, ja. das ist so, wie wenn ich das jetzt beschließe, klappen. Ich möchte jetzt irgendwie Eiskunstlaufen machen. Ja. Ja? Oder ich würde Eiskunstläufern vorschreiben, irgendwie welche Kleidung sie zu tragen ja, haben. Ja, genau. Ja, also, weißt du, da frage ich mich immer, sehen die, ja, oder wenn das Ziel
feministischer Außenpolitik ist, dass ich den Leuten in Afrika erkläre, wie sie ihre Scheißhäuser bauen sollen. Oh, ja. Ja, weil da fallen mir zwei Dinge dazu ein. Erstens mal möchte ich irgendeinem Dorf in Afrika nicht vorschreiben, wie er seine Toiletten zu bauen hat. Zweitens mal, warum sind denn da neue Toiletten zu bauen? Die haben doch schon Toiletten. Ja. Und drittens mal, was ich noch am allerwenigsten noch weniger möchte, ich möchte dafür auch keinesfalls bezahlen. Mhm. Ja? Also wenn das quasi das Ansinnen feministischer Außenpolitik ist, dann muss ich nur sagen, diese geisteskranke Scheiße muss gestoppt werden. Das muss doch dem Blödsten irgendwie ja, klar sein. Da ist ja auch ganz klar die Taktik, Schritt für Schritt, Stufe für Stufe. Vielleicht musst du auch mal wieder eine runtergehen, aber am Ende, wie mit dem Sprit, hoch, 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 gehst du wieder eine runter, die Leute, ah, super. Und so, nur so kannst du Leuten sowas beibringen, wenn du es mit der Brechstange jetzt machst. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn einer nachts in Afrika pissen muss und aus seiner Hütte rausgeht, dann pisst er einfach ins Grüne hinter der Hütte, dann wird er wahrscheinlich nicht bis auf die Toilette laufen. Ja. So. Punkt. Ey, und die Leute merken es nicht, ey. Weißt du, dass man sich wagt, es den Leuten sowas im Fernsehen vorzuführen. Hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich habe mich ja komplett verabschiedet seit 3-4 Jahren von Fernsehen und Radio. Und der Zufall wollte es mal, dass ich letzthin mal im Auto, weil ich keine Musik hatte, war das Radio an. Irgend so ein UFM oder irgend so was, keine Ahnung, auf alle Fälle so ein irgend so ein poppiger Sender, ja. Da ist mir, kamen Nachrichten, ja. Fangen die an zu gendern, denke ich. Ja. Was los? Ich denke mal, die haben mich verschluckt oder dann, so. Dann, was weiß ich, die Berichterstattung über die Ukraine muss gewinnen in den Nachrichten. Und dann zum Schluss kam das Wetter, aber da ging es nicht ums Wetter. Da haben die dir nicht gesagt, im Dörfchen sind morgen 5 Grad, sondern der Wetterbericht bestand darin, dass sie gesagt haben, das war irgendwie der 12. Winter, der viel zu warm war, bla 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 und Umwelt beziehungsweise Klima, bla bla bla. Du musst den Leuten Angst machen. Ja, also da frage ich mich, was ist in den 3-4 Jahren, seit ich diese ganze Scheiße nicht mehr gucke oder höre, was ist da passiert? Das ist ja grauenvoll. Ja, ich dachte, das ist ja wie, da komme ich mir vor wie in der Dystopie. Ja, diese ganzen Anstalten sind ja unter Kontrolle, das ist klar. Das ist einfach so. Unfassbar. Ja. Aber ich glaube, wer sich permanent dem aussetzt, da ist der Prozess so schleichend, dass er es gar nicht mitkriegt. Ja. Irgendwann hältst du es für normal. Also da kann ich wieder nur sagen, die können mir erzählen, was sie wollen. Ja. Es gibt nur zwei Geschlechter. Ja. Ende. Alles andere kann man gerne so sehen, aber mich damit in Ruhe lassen. Ja, genau. Gut. Ich muss sagen, ich zeig dich aber an. Du kannst mich, ja, es gibt ja jetzt so Meldestellen, da kann man das anzeigen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung hat doch sowas eingerichtet. Die letzte Stiftung. Dass, auch wenn es noch nicht strafbewehrt ist, kann man dann zumindest schon mal einen netten Brief bekommen und kann sagen, hier, das ist ja fast schon struktureller Antisemitismus, dass sie hier leugnen, dass es keine 70 Geschlechter gibt. Ja. Aber gut, so viel zum Thema Euro 7. Meine Lieblingsfrage, die hier eingereicht wurde, die lasse ich mal noch ein bisschen nach hinten, weil die führt sonst wieder nur in die Richtung, wo ich sowieso schon wieder viel zu sehr unterwegs bin. Ja. Ukrainische Pässe. Ja. Und deshalb würde ich sagen, nehmen wir mal noch was von deinem Thema. Von meinen interessanten, schönen Themen. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja. Some say, machen wir erstmal was Schönes, für mich was Schönes. Oh je. Fall. Ich hatte es ja vorhin schon mal angerissen, beziehungsweise wo die Kamera noch aus war. Aston Martin hat ja dieses neue Hypercar jetzt vorgestellt, beziehungsweise ist ja schon länger vorgestellt, aber jetzt haben da auch natürlich immer gleichzeitig die ersten Kanäle, Zeitschriften etc. Das Auto auch mal testen können, beziehungsweise zumindest mal fahren können in Bahrain auf der F1-Rennstrecke. Und da habe ich mir auch so ein paar Berichte angeguckt von Top Gear, Automotorsport und sowas. Und ich finde das Auto einfach mega. Also
jetzt nicht, dass es mir unbedingt so optisch richtig geil gefällt, aber so dieser Ansatz ist schon wolltest geil. Wolltest du vermeiden zu sagen, wie es heißt, weil man sich nicht sicher ist, Aston wie Martin, Valkyrie auf Deutsch. Auf Deutsch, Valkyrie. Ja. Aston Martin. Und halt 6,5 Liter V12 Saugmotor, ne, der allein schon über 1000 PS produziert. Plus noch ein bisschen Elektropower, so aus den Kurven raus. Wiegt irgendwie, ich glaube, mit allem 1300 Kilo und ist halt mega schnell. Ne? Also das ist halt schon, nicht nur der Klang ist geil, dreht 11.100 Umdrehungen, sondern das ganze Konzept. Aber generell, das ist ja entstanden aus diesem Hypercar-Reglement, was jetzt auch in Le Mans stattfindet. Das heißt, es werden jetzt noch öfter so... Die Rennversion finde ich eigentlich noch ja, der, geiler. Der Aston Martin, wie heißt der, LMR? AMR. Aston Martin Racing, genau, ja. Der wirklich nochmal eine Vierteltonne weniger wiegt und halt auch richtig Downforce noch mitbringt, ne? Und halt der V12 frei atmend, also ohne jetzt, sagen wir mal, irgendwelche Auspuff-Endschalldämpfer oder sowas, wobei die Straßenversion, wo ich kaum glauben kann, dass sowas überhaupt eine Straßenzulassung bekommt. Ja, das ist Wahnsinn, wenn du die vielen scharfkantigen, in Anführungszeichen, rausstehenden Teile siehst. Das ist schon, allein wenn ich sehe, wie die Leute in das Auto einsteigen, hier der Chris Harris, der von Top Gear, das ist ja jetzt auch nicht der Größte, der sitzt da in dem Auto drin, wo du denkst, Alter, was ist denn da los? Ne? Ja, das ist ja fettenfeind. Ja, total. Die diskriminieren mich. Ich muss mal Aston anrufen, ob sie mir jetzt einen schenken, weil ich so diskriminiert wurde, weil ich da nicht einsteigen kann. Aber das ist schon, das ist was mich total flasht, wenn ich sowas sehe, weil das einfach so null in die Zeit passt und es so erfrischend anders ist irgendwie. Ne? Und so ein richtig... krasses Konzept von einem Saugmotor auch noch, ne, weil die Sauger sind ja eigentlich tot in so schnellen Autos. Ne, und dann sowas, auch hier Gordon Murray T50 oder so hatten wir auch schon in einem oder anderen Rohr. Das sind einfach, das wundert mich tatsächlich, dass es so Sachen noch gibt. Aber gut, bei Aston Martin ist es ja so, dass durch dieses Hypercar-Reglement, was ich schon gesagt habe vorhin in Le Mans, dass da auch teilweise Straßenversionen, der Glickenhaus zum Beispiel, der wird ja auch da was auf die Straße bringen. Und da sind jetzt mehrere Hersteller, die so Sachen machen und ich finde es geil. Wir hatten ja im letzten Rohr über den AMG gesprochen. Genau, auch sowas in der Art. Und ich fürchte, dass der Aston deutlich schneller sein wird auf der Rennstrecke. Ich finde ihn halt auch deutlich geiler aufgrund des Zwölfzylinders. Ne? Wobei ich muss sagen, was mich halt wundert, dass die Autos alle trotz allem recht schwer sind. Also der AMG ja sowieso. Ja, der hat ja, aber da ist es genauso wie beim AMG. AMG hat, glaube ich, also das Auto ist irgendwie rund 300 Kilo schwerer geworden, glaube ich, als es mal angedacht war. Aber beim Valkyrie auch. Die hatten auch eigentlich eine Tonne angeplant, so wie der AMR, also die Rennversion davon ist. Aber am Ende sind es dann doch gut 1300 Kilo geworden. Was jetzt angesichts des Autos nicht viel ist, sag ich mal. Aber trotzdem halt mehr als angegeben. Aber das Ding geht halt mega, ne? Also, aber das, so, ich sag mal so, das sind mittlerweile auch diese Fahrzeuge. Wahrscheinlich, ohne es zu wissen, sind die schon alle ausverkauft, wandern in Sammlerhand. Und stehen dann in irgendwelchen Hallen und man wird seltenst was davon sehen. Ja, ja. Dann gibt es halt ein Vorführauto, das immer rumeiert und dann war es das eigentlich. Ne? Ja. Aber geile Karre. Daumen hoch. Echt fett. Mehr davon bitte. Und noch mehr Leistung. Das fand ich übrigens auch lässig, wie der, wie heißt jetzt der Deutsche bei Haas, ich habe heute wieder Namensgedächtnis gleich. Ja, Nico Hülkenberg, ja. Der ist doch noch letztes Jahr mit dieser AMR-Variante hat er doch die Leute durch die Gegend gefahren. Ja, ja. Das war so krass, wie der das Ding bewegt hat. Ja, ja. Wahnsinn. Guter also. Mann. Wollen wir dann, wenn wir eh schon bei F1-Thema sind, da gleich weitermachen? Oder? Können wir machen, wobei da muss ich noch meinen Web-Tipp mal wieder loswerden, beziehungsweise meinen YouTube-Tipp. Und zwar mal wieder alte Schule. Mittlerweile finde ich da auch nicht mehr alles gut. Ja. Und der Rainer Braun mit seinem Impfzwang geht mir auch Mörder auf den Sack. Aber davon mal ab, hatte er den Walter Wolf im Podcast. Es fällt ein bisschen schwer, der Sache zu folgen, weil der nuschelt so ein bisschen und hat auch so ein Mix aus, wie soll ich das jetzt sagen? Serbisch, Österreichisch, Englisch, Deutsch, aber der plaudert halt nochmal aus der Zeit
wo damals zwar auch schon richtig teuer, aber immerhin, wo einer noch Geld in die Hand genommen hat, hat sich irgendwo ein Chassis gekauft und fünf Leute. Newey war glaube ich, der erste Job bei Walter Wolf. Ja. Ja, der hat doch auch was mit Lamborghini zu tun gehabt, oder? Ja, dem hat es mal gehört. Ja, Walter Wolf, Countach und sowas. Ja, genau. Ja. Und das ist wirklich klasse zu hören, was der so aus der Zeit zu berichten hat. Und habe ich genossen. Also von daher, hört euch den Podcast der alten Schule Walter Wolf mal an. Mhm. Ich werde auch mal gucken, ob ich hier noch einen Link unter das Video setze. Durchaus einfach eine viel bessere Zeit gewesen, als die moderne Formel 1, von der du jetzt berichten willst. Wir haben ja jetzt Saisonstart gehabt. Ach. Und ja, tatsächlich. Und ich habe es natürlich auch geguckt. Gut, ich muss sagen, Rennen war relativ langweilig tatsächlich. Ja. Verstappen und Red Bull waren doch sehr überlegen, muss man sagen. Die Mercedes haben sich wahrscheinlich auch mehr erhofft, wobei ja, die haben das Maximum eigentlich rausgeholt, würde ich fast schon sagen, ne? Was so geht, gerade der Hamilton. Steht zu befürchten. Ja, und Alonso natürlich. Also ich habe am Anfang gedacht, weil es hieß ja Alonso Longruns und so top gewesen, dann auch hier in den Trainings auf Platz 1 die ganze Zeit und so. Aber ich wusste, also, dass er das nicht gewinnt, da war mir schon eigentlich klar. Aber dass der wirklich so aufs Podium fährt, hätte ich mir tatsächlich gedacht. Und ich meine, auch der Lance Stroll, der das ja auch schon viel auf die Fresse gekriegt hat. Ne, hier Milliardärssohn und der Vater hat es als Geburtstagsgeschenk das Formel-1-Auto gekauft. Ihm gehört ja der Laden im Prinzip. Aber ich erinnere mich, als er damals im Regen die Pole gefahren hat, habe ich schon gesagt, die tun dem Unrecht. Ja, und der auch kann's. Jetzt mit seiner, weißt du, gebrochenen Zeh, die Hand, im ersten Training... Ja. Wo die dem gesagt haben, ja, du musst ihn der in der Kurve, und da musst du halt quasi ziehen und drücken und die linke Hand ist es und da hat er ja umgegriffen. Der hat ja nicht so gemacht, sondern hat das dann von unten, weil halt die Hand so schmerzt. Ne? Machst du heute F1-Pantomime. Ja. Ich muss das immer hier, ne? Komm noch, Kupplung und Bremse. Ja. Die seht ihr nicht, aber die mache ich immer. Und das war schon, also hat mich schon beeindruckt, dass der trotz der Widrigkeiten auch so gut war. Das zeigt, das Auto ist gut ausbalanciert, also es läuft anscheinend wirklich gut. Ich meine, Motor ist auch sowieso ein guter, das wissen wir ja sowieso, der Mercedes-Motor läuft. Und Vettel kann sich ärgern? Zu Recht. Und es freut mich auch und ich brauche ihn auch nicht. Also er geht mir auf den Sack, ne? Habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Und ich bin mal gespannt, wie sich die Kräfteverhältnisse jetzt auf anderen Strecken bewahrheiten oder auch nicht. Aber ich denke, das Red Bull hat schon einen großen Vorsprung. Und wenn sie sich allzu dumm anstellen, wie Ferrari letztes Jahr, sag ich mal, die ein paar fragwürdige Entscheidungen getroffen haben, nachdem sie 44 Punkte schon geführt haben oder sowas, ne? Und Zuverlässigkeit hier und jetzt, dass Red Bull so bis Saisonmitte, wenn die einen guten Vorsprung haben, wird es der Verstappen mit Sicherheit machen wieder. Ja, eigentlich. Also fürchte ich auch. Es war jetzt nur das erste Rennen von mittlerweile 23, glaube ich, sind es sogar dieses Jahr. Das ist auch unnormal. Das ist wirklich unnormal. Ach, der ungeimpfte Nico Rosberg darf auch nicht mehr die Strecke. Ja, endlich mal wieder. Ne? Und der Elektro-Rosberg. Und ich bin echt mal gespannt. Und ich hoffe auch, dass es noch ein paar spannende Rennen gibt, ja, wo jetzt nicht da immer nur... Also ich meine, letzte Saison war ja auch sehr, sehr eindeutig gewesen, ne? wer der Boss ist, ne? Gucken wir mal. Ja, also... Du hast auch geguckt, nehme ich an. Ja, ich habe es auch geguckt. Wobei bei Aston bin ich mir noch nicht sicher, ob ich auf dem Hype dabei bin. Ja. Weil es ist oft so, dass diesen Teams dann auf die Strecke doch die Luft ausgeht. Ja, das kann schon sein, ja. Lass uns mal 4-5 Rennen abwarten, wenn sie da immer noch vorne mitmischen. Und ich hätte... Wobei, ich glaube, der Alonso ist durchaus motivierter als der Vettel. Und der Vettel hat auf mich nicht den Eindruck gemacht letztes Jahr, als wollte er es ums Verrecken. Ja. Und ich glaube, der Alonso, der will es noch ums Verrecken. Ja. Also möglicherweise kann da was gehen. McLaren war für mich enttäuschend. Also echt schade, weil jetzt Lando Norris ja eigentlich auch ein guter ist. Ne? Also der ist... Williams ist eigentlich ganz gut mitgeschwommen. Besser als gedacht. Ja. Und der Oscar Piastri wird sich gefragt haben, wäre ich nicht doch lieber bei Alpine? Geblieben. Ja, Alpin gegangen. Schwierig, aber, was zu sagen, finde ich. Ja, aber ich meine, gut, der Ocon, der hat ja 1000 Strafen irgendwie gehabt. Ja. Der hat eine 5-Sekunden-Strafe gekriegt, die er nicht abgesessen hat. Dann hat er nochmal 5 Sekunden gekriegt. Dann hat er die abgesessen, die Strafen.
Hat er in der Boxengasse, war er dann zu schnell nochmal 5 Sekunden gekriegt. Ne? Ja. Ich fürchte, Haas wird sich wieder schwer tun. Da sehe ich kein Land. Ja, ich meine, das Einzige, wenn der Hülkenberg es schaffen sollte, dass er im Training besser aussieht als der Teamkollege, ja, dann was, denke was er ich, kann. Dann setzt es noch mehr Fragezeichen hinter die Leistung vom Schumacher. Ja, tatsächlich. Ne? Ja, also, weil ich sag mal, wenn es jetzt so wäre, dass der Hülkenberg den Teamkollegen Magnussen gut im Griff hätte über die Saison und das Trainingsduell sehr stark zu seinen Gunsten entscheidet, dann sehe ich ein bisschen schwarz für einen Schumacher, weil ja, das würde dann seine Leistung noch schlechter aussehen ja, lassen. Ja, tatsächlich, ja. Ne? Ansonsten muss ich halt sagen, die Strecken sind halt auch, weißt du, für mich war es noch so, das erste Rennen muss mit Australien anfangen. Eigentlich, ne? Um 4 Uhr aufstehen und das gucken. Ja. Und jetzt haben wir dann halt irgendwelche Rennstrecken im Nahen Osten, die wenig Action zu bieten haben. Was ich definitiv jetzt seit letztem Jahr auch so mache, ich tue so eine Minute, bevor es losgeht, einschalten. Mhm. Weil ich kann mir dieses ganze Vorprogramm und Rahmenprogramm und dieses ganze dumme Geschwätze und Analysen, das kann ich mir nicht mehr geben. Weil es ist mir einfach zu weit weg vom Motorsport und es ist mir viel, viel, viel zu viel Gossip. Ja? Also du merkst irgendwie, wenn du jetzt auch hörst, dass die Leute sagen, ja, die Zuschauerzahlen live gehen eigentlich zurück, weil die Leute wollen sich nicht die Spannung nehmen für Netflix. Ja. Ja. Oh Mann. Alter. Aber ich finde trotzdem, ich habe mir die Vorberichte jetzt auch nicht komplett angeguckt oder so, aber ich muss sagen, der Ralf Schumacher tut dem Format gut, finde ich. Also ich finde, der ist so der Gegenpol zu diesen Blablabla. Ja gut, der andere Otto, den er da dabei hat, der ist ja sowieso, der habe ich ja schon gesagt, wenn der immer seine Stimme erhebt, wenn es losgeht, dann ja, es geht mir so auf den Sack. Ja. Ja. Die Sophia Flörsch fährt jetzt Formel 3. Ja, ja. War jetzt nicht so der Brüller das erste Rennen, bin ich mal gespannt. Ich habe ja meine Meinung zu ihr seit Nürburgring etwas relativiert. Ja. Werde ich mal im Auge behalten, was sich da so tut. Was die gute Frau Flörsch, du kannst die auch noch jung, oder? Die ist ja, ich glaube 22 Anfang oder so. 20, ja, ne? Ja. Ja, aber das wird nicht in der Formel 1 enden, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Wann geht's denn eigentlich mit der ADAC-DTM los? Habe ich keine Ahnung. Dauert noch eine Weile. Ah, nicht mehr so lang, glaube ich. Ja, aber hey, Formel 1, 23 Rennen. Das ist schon hart. Nervt. Ne? Ja, es ist schon, was hatten wir früher gehabt? So 16, 17, 18, okay. Ja, eher weniger noch, ja. Weißt du, da ist es auch so, von mir aus könnte man diese ganzen neueren Rennstrecken eigentlich weglassen. Weil da ist keine Spannung. Ich meine, Monaco musste außen vor lassen, weil Monaco halt Monaco ist. Das war noch nie. Also, das war halt Monaco, ist was Eigenes. Ja, gehört da nicht hin, aber gehört dazu. Aber gehört irgendwie doch dazu. Aber der Rest, diese Stadtkurse. Ja, ich habe ja damals schon gesagt, Tilke-Kurse, das Punktesystem finde ich schon kacke. Ja. Ja. Ich meine, der Walter Wolf hat sich auch totgelacht, sagt, der Zehnte kriegt noch Punkte, was ist das für eine Scheiße, ja. Und was ich halt auch blöd finde, dass sie es mittlerweile so die Hürde so hochlegen, dass da noch andere mitmachen können. Ja, Andretti will ja unbedingt, ne, in die F1. Warum soll es denn nicht so sein, dass da noch 8 oder 10 Autos mehr am Start sind? Und wenn es wie früher so eine Vorquali gibt, wo dann schon mal 4 rausfliegen oder so, umso besser. Ja, nur damit sie schön ihre Töpfe da untereinander aufteilen können, sehe ich keinen Sinn drin. Ja. Es sollte möglich sein beim Motorsport, dass du dich, wenn du die Voraussetzungen erfüllst, in eine Serie einschreiben und teilnehmen kannst. Mhm. So. Und wenn am Ende zu viele sind, wenn in Le Mans 100 Autos fahren wollen und dann wird halt eine Quali gemacht. So. Ja. Und dann musst du halt in einem gewissen Zeitrahmen sein und die langsamsten fliegen raus. Okay. Ja. Das aber so, gut, ja. So, dass das alles so kontrolliert und reglementiert ist. Bei der Formel 1 gab es ja auch diese, oder gab es ja mal diese 107%-Hürde. Ja. Ja. Oder diese auch, was weiß ich, diese ganzen lächerlichen Kinderstrafen da. Boah. Ja, ich weiß nicht, ob sie demnächst noch Verkehrszeichen einführen, ja, irgendwie. Das.
Ja. Unfassbar. Und da muss ich auch sagen, ich habe an dem gleichen Tag abends kam auch auf Sky oder Bau oder wie auch immer das jetzt heißt, keine Ahnung, kam das erste Rennen der IndyCar-Serie. Und ich sag mal so, ich habe das nie verfolgt, so amerikanischen Rennsport generell wenig verfolgt. Und IndyCar war mir immer so, IndyCar ist so das amerikanische Formel 1, so ungefähr habe ich es immer angesehen. Und nur halt, ich meine, wie sagt man, einfacher, plumper, ich weiß nicht, das klingt immer so herablassend, gell? Aber die sind halt nicht auf Formel 1 Niveau, so von der ganzen Technik her oder siehst so. Siehst du ja schon daran, dass von den IndyCar-Fahrern noch nie einer was gerissen hat, ja, in der F1. Und genau, und umgekehrt. Hinterbänkler aus der F1, ja, locker IndyCar. Also Grosjean würde ich jetzt nicht als Hinterbänkler, nee, bezeichnen, der war ja schon, der hat schon gute Ansätze gehabt, gute Rennen gezeigt. Und der Eriksen, der war jetzt auch nicht so lange, glaube ich, in der Form. Aber es sind auf jeden Fall Fahrer, viele Fahrer auch da drin, die was können. Und was ich auch nicht wusste, die haben, also aktuell zumindest ist es so, die haben ein Einheitschassis auch, von der Lara wird das irgendwie geliefert. Dann haben die da verschiedene Motoren, Setups ändern so und so. So wie auch der Haas Formel 1. Und, ja, aber jetzt bei der IndyCar-Serie, die sehen auch, sag ich mal, gerade wenn du jetzt Formel 1 geguckt hast, und da sehen ein bisschen seltsam aus irgendwie. Die haben im Prinzip sitzen die hinter so einer Kanzel, die oben aber offen ist. Ne? Also du hast oben so einen Ausschnitt und sowas. Also es ist wie wenn du jetzt beim Formel 1 dieses, wie heißt das? Das System, wie heißt es nochmal da vorne? Egal. Ja, ich komme gerade nicht drauf, bin gerade verwirrt, dass du einfach zumachen würdest und so. Und ja, es ist halt viel weniger Aerodynamik oder so, aber das Rennen war echt sehr unterhaltsam. Also die haben echt an allen Ecken versucht, und es war auch ein Stadtkurs in St. Petersburg, Florida, ne? Ja. Nicht in St. Petersburg in Russland. Und hey, das haben die sogar bei Premiere, nee, heißt nicht mehr Wow, Sky, nee, doch, Wow heißt jetzt. Ja. Ja, haben sogar extra gesagt, nicht, dass man es verwechselt. Ja, böse Zungen würden munkeln. Ja. Nee, und obwohl es ein Stadtkurs war, der, wie ich mir habe sagen lassen, oder wie die gesagt haben, traditionsreicher Stadtkurs ist, ich kannte ihn jetzt nicht, der war quasi in St. Petersburg halt und hat noch so eine Start- und Landebahn irgendwie, war dann die Start-Zielgerade gewesen. Also war nicht so schlecht gewesen, der Kurs, und die haben es halt richtig fliegen lassen. Ne? Also die Autos, die haben 2,2 Liter V6 Turbomotoren drin. Leistungsdaten habe ich jetzt keinen für euch, weiß ich jetzt nicht, was die haben. Aber die waren. Das fängt gut an, ich dachte, jetzt kommt er. Nee, ich hab tatsächlich auch geguckt, aber ich habe nichts gefunden darüber. Aber ich gebe jetzt mal eine Schätzung ab: 750 PS werden die haben. Und weil die waren auf den Geraden auch schon relativ schnell. Und die können halt wirklich komplett die ganze Zeit hinterherfahren. Die haben auch verschiedene Reifen und ihre Boxenstops und hier und jetzt. Und die haben echt versucht, in jeder Kurve zu überholen, wo es nur ging. Und da waren viele Crashs auch gewesen, sind hier drüber geflogen und da war richtig Action gewesen, muss ich sagen. Also ich werde das nächste Mal, wenn das läuft und ich das gucken kann, werde ich es auch gucken. Also ich habe das irgendwann mal eingestellt, weil mir diese 1000 Pace-Car-Phasen, Safety-Car-Phasen immer auf den Sack gegangen sind bei IndyCar. Ja, also da war jetzt halt Safety tatsächlich, weil halt Schrott ohne Ende da auf der Strecke war. Hab's jetzt lange nicht verfolgt. Und der Andretti, ne, der ja in die Formel 1 will, der hat ja da ein Team mit 4 Autos, die sind alle Schrott gewesen, alle raus. Ja. Tja. Und der Grosjean, der hat lange geführt, der hat sich auch rausgeballert. Aus der Boxengasse raus, und der andere ist, beziehungsweise er hat einen Undercut gemacht, ne? Und der andere ist dann eine Runde später, und dann sind die beide aus der Box so raus, und der andere war ein bisschen schneller, hat ihn dann quasi überholt und rechts, und er hat dann versucht, wieder an ihm vorbeizugehen, und dann beide in der Kurve, bumm, kaputt. Ja, so wie es halt immer so ist. Ne? Aber war wirklich interessant, muss ich sagen. Und der Sound war auch besser als bei Formel 1. Ja. Was lachst du denn so? Ich habe mir überlegt, du solltest bei einem IndyCar-Podcast, ja, solltest du die Gebärdensprache machen. Und wer hat gewonnen? Gewonnen hat. Ja. Warte mal, jetzt muss ich überlegen, weil es waren so viele verschiedene. Wie hieß der? War Mann. Hä? Es war ein Mann. Man weiß es nicht, ob er sich schon entschieden hat, ja. Also, da fahren tatsächlich nur Männer, aber da ist man auch noch. Was? Ja. Das ist ja.
antifeministisch, das gucke ich nicht. Ja, schon, ne? Ich komme nicht auf den Fährt Sinn, fährt die Ding nicht mehr. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Die Danica Patrick, die sind schon zu alt oder was? Schon lange nicht mehr. Oh Mann, ey. Aber da ist eine andere Frau gefahren, den Namen fällt mir auch gerade nicht ein, die kennst du bestimmt auch. Die ist da mal gefahren bis ja, vor kurzem. Ja, ich kenne die noch. Frauen, aber hallo. Ja, knack, ja. Ja. Nee, ich merke schon, schlecht vorbereitet. Ja, ja, super. Also, ich kann weder sagen, wie viel Fest die haben, glaube, wer gewonnen hat. Mit Motorsport-Podcast könnten wir hier echte Quoten ja, einfach. Also es ist keiner, den ich vorher kannte, das ja, kann ich sagen. Kennst du den mit dem, weißt du, das rote Auto? Ja. Weißt du den? Nein, den Mann. Ja. Ja. Wie hieß der denn noch? Der mit dem Bart. Ja. So die Größe. Ja, Mann. Genau. Ja. Ich wollte ja nicht mehr lachen. Ja. Ja. So, genug verarscht. Ja. Wir stehen bei 1:10. Ja. Hast du noch irgendein Thema, wo wir ohne Pantomime auskommen? Nee. Ich hab Themen, klar. Ja. Aber, Themata, aber Pantomime wird immer sein. Okay. Ja, GTI-Treffen Wörthersee. Fällt aus. Ja. Muss ich, hat mich nie interessiert, war ich auch noch nie gewesen, aber es ist Tradition. Gerade guck mal, was da CO2 gespart werden kann, die ganzen das, Autos. Und da siehst du auch, und das ist auch wieder so eine Sache, wo ich denke, ey, wem hat es denn geschafft? Weißt du, das hat auch keinem wehgetan. Und das ist eine Tradition, die einfach, was für Arschlöcher, oder? Und dann auch wieder dieser Grund, ja, hier, und es passt nicht mehr in die Zeit und bla, und wir wollen das nicht. Hör mal, das ist hier Delegitimation der Umweltziele unserer Regierung, was du da gerade machst. Ne? Mhm. Ich hoffe, dir ist das klar. Ich werde mal bei der Amadeo-Antonio-Stiftung anrufen, meinst du, klicken die Handschellen, ob es für diese Fälle eine Meldestelle gibt. Ja. Weil eigentlich möchte ich, dass du da mal zumindest eine schriftliche Abmahnung erhältst. Mhm. Und mal drüber nachdenkst, was du hier für CO2-feindliche Thesen vertrittst. Ja. Und ich würde sagen, eine angemessene Strafe wäre 2 Wochen kein Fleisch. Boah. Okay, gleich so reinhauen, ja? Aber habe ich nicht irgendwas gehört, dass stattdessen jetzt VW Wolfsburg irgendwie... Das habe ich gehört, dass die das haben verlauten lassen, dass die in Erwägung ziehen. Aber da gibt es ja keine Currywurst mehr, also ist auch blöd eigentlich. Ne? Also ich denke, da werden die wahrscheinlich auch einen Rückzieher machen. Was ich mir gut vorstellen kann, dass die Leute trotzdem hinfahren. Ja, und wahrscheinlich kriegst du dann da eine Vorführung gemacht, wie viel geiler ein Elektroauto ist. Ja, genau. Ja. Wie so eine Kaffeefahrt oder so, ne, wo da irgendwelche Heizdecken angetreten werden. Wobei ich sagen muss... Also, solche Treffen sind ja nicht meins. Ja, ne? Ich weiß. Aber du musst trotzdem noch... Ich gestehe es ein. Aber wenn ich dann andererseits von irgendwelchen Hagens und Maximilianos und Autogesellschaft Dresden mir die Wörthersee-Videos rein durch Zufall, obwohl ich es gar nicht wollte, angeguckt habe, dann muss ich sagen... Naja, ob das jetzt ein Verlust ist, aber nein, ich bin trotzdem dagegen, weil man soll den Leuten ihren Spaß nicht verbieten und nur, weil es mir nicht gefällt, sollte das kein Grund sein. Ich meine, okay, wenn ich jetzt der Weltdiktator wäre, würde ich als erstes mal die Firma Pfizer vom Markt nehmen. Ja, aber direkt. Und danach würde ich den Bundespräsidenten zum Rapport. Entamten. Ja, entamten, ja. Freundlich rausgeleiten, ne? Ja, genau. Ja. Tja, dann kommen wir zum krönenden Abschluss unserer Zuschauerfragen. Und zwar wurde die Frage gestellt, wie behält man seine Laune im besten Deutschland? Wie motiviert man sich? Boah, ja, es fällt einem zusehends schwerer, muss ich ganz klar sagen, weil du einfach siehst, es gibt keine Besserung, es wird eher schlechter. Und jetzt, wo du auch jetzt mit dem Thema die ganzen Maßnahmen und was es gebracht hat und was nicht, auch jetzt, wie du schon sagst, jedem klar sein müsste, das müsste ja jeder sehen, dass das im Prinzip ein ganz großer Betrug war, ein ganz großer Schwindel. Ja. Und dennoch bessert sich gar nichts und es wird alles hingenommen, was man einem vorwirft, sei es Ukraine, Russlandkrieg oder
ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist wirklich, da bin ich auch komplett ratlos, weil wie willst du da was ändern? Also sei jetzt vorsichtig, weil die Relativierung des Angriffskriegs der Russen. Ja, Amadeo. Steht schon unter Strafe. Ja, steht schon unter Strafe. Also du musst auf alle Fälle den Satz immer beenden, Russland darf den Krieg nicht gewinnen. Ja. Haben die nicht schon? Aber egal. Doch, die haben schon gewonnen. Ja. Also ich habe ja Informationen aus unbestätigten Quellen, dass die schon gewonnen haben. Mhm. Aber ich bin ja auch nur so ein aus dem Querdenker, Reichsbürger, rechtsextremen Corona-Leugner, Schwurbler-Milieu stammend. Ja, also von daher ist es wahrscheinlich anders, aber ja, sag noch was zu der Frage, bevor ich mich hier wieder, was ich dann noch machen werde dazu. Also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, was die Motivation... Bist ja immer fröhlich. Ja, weil ich sehe trotzdem, also jetzt für mich, jetzt meine, das Wetter, jetzt wird irgendwie der Aufschwung, weißt du, dann geht die Motorsportsaison jetzt los. Das macht mir Freude, ja, nach dem ganzen tristen Winter und hier und jetzt und jetzt habe ich meinem Track-Tool kann ich jetzt auch weitermachen und da geht es dann auch voran, dann machen die Rennstrecken wieder auf. Das ist halt, ja, das du ist... Du machst den 100 auf 200. Ja. das ist das, was mich motiviert tatsächlich und ich habe auch nicht viel anderes im Kopf tatsächlich, also was mich so, nee, wirklich, also der Rest, es interessiert mich eigentlich fast alles nicht mehr, außer die Autogeschichten und ich würde mir gerne wieder ein Motorrad kaufen, ein schnelles, da hätte ich auch Bock drauf, aber da reicht das Geld nicht für beides. Also von daher bleibe ich bei meinem Track-Tool-Projekt und sehe zu, dass ich da vorankomme und meinen Spaß habe und meinen YouTube-Kanal noch ein bisschen voranbringe. Und das ist ein. Da hast du noch viel vor. Ja, aber das macht mir Spaß und das ist wirklich das Einzige, was mich im Moment motiviert. Und der Rest nicht. Also sonst habe ich keine Motivation tatsächlich. Gibt's nicht. Okay. Dann gebe ich meinen Senf auch noch dazu. Ja. Also, ich kann mich weder motivieren, noch habe ich gute Laune. Ich war schon immer sehr skeptisch, dass nicht ein Großteil unserer Mitmenschen kernbehindert ist. Ja, nee, wollte ich gar nicht so sagen. Einfach nur enttäuschend sind. Aber seit den letzten 3 Jahren habe ich den Beweis dafür. Ich werde nach wie vor diesen ganzen 2G-Arschlöchern, werde ich denen nicht vergessen können. Ja? Dass Leute alleine sterben mussten, alte Leute, weil irgendwelche dummen Arschlöcher erzählt haben, da darfst du jetzt nicht hin und was weiß ich, da sind Viren und gefährlich. Ja? Was gibt es für wertvollere oder wichtigere Dinge, wie vielleicht da jemanden die Hand zu halten, als Pfarrer da hinzugehen oder dafür zu sorgen, dass die Leute in der Kirche darüber reden können oder wie auch immer. Also dieses 2G-Verbrechen, das lässt mich nicht los, das fickt meinen Kopf, anders kann ich es gar nicht sagen. Und ich sehe immer noch nicht, dass die Leute ein Einsehen haben und was weiß ich, glaube Bundeswehr gibt es immer noch eine Impfpflicht oder sowas. Ja, und es ist mir einfach nach wie vor nicht begreiflich, wie halbwegs intelligente Menschen in dem Wissen, dass ihre Maßnahme gar nicht vor Ansteckung schützt, trotzdem Leute in dieses 2G-Elend reintreiben wollten. Wahrscheinlich nur mit dem Endziel, dass die sich auch in die Nadel jagen lassen. Mhm. Das beschäftigt mich von morgens bis abends. Ja? Jetzt kannst du sagen, komm von deinem Film runter. Nein, kann ich nicht. Also die Leute, die jetzt sagen, ach ja, komm, Corona, alles rum, alles wieder gut. Nein, nicht alles wieder gut. Ja? Also A, muss ich sagen, habe ich sehr viele Bekannte, Freunde will ich gar nicht sagen, weil Freunde gibt es, glaube ich, gar keine mehr, habe ich sehr viele Bekannte verloren, die diesem Kult komplett verfallen waren. Und wenn du so heute darauf ansprichst, immer noch der Meinung sind, das wäre das Richtige gewesen. Ja. Und andererseits muss ich sagen, hat mir der ganze Käse wirtschaftlich so sehr geschadet, dass, weißt du, du kannst, wenn du eine Firma hast und du feststellst, aufgrund von Lieferengpässen und sonstigen Sachen, du kannst nicht von null auf jetzt alle Kosten runterfahren. Weil du hast überall Verträge, du musst sehen, wie kommst du da raus, ja.
ich habe so viel Geld verrudert in den 3 Jahren, was für eine Altersversorgung gedacht war, was mir jetzt ohne meine eigene Schuld quasi, ich sag mal, weggenommen wurde, in Anführungszeichen, respektive nicht mehr da ist, ohne Not. Und mir war relativ schnell klar, so, ich meine, okay, in den ersten paar Wochen habe ich auch gedacht, oh je, nee, was kommt da auf uns zu, ganz schlimm, Krankheit. Aber jeder, der 3 Drähte im Kopf hat, konnte nach kurzer Zeit erkennen, wir werden komplett verarscht. Ja? Und dass ich dieses Einsehen hatte, aber andererseits von meinem Einsehen nichts hatte, nur Ärger und Scherereien, und am Ende mir trotzdem, sage ich mal, viel abhanden gekommen ist, das ärgert mich über die Maßen. Ja? Und ich meine, es ist auch so, selbst wenn jetzt wieder was lieferbar ist, die Kunden für die großen Fertigungen, für die großen Mengen, die sind einfach nicht mehr vorhanden. Ja? Das heißt, ich kann mir auch das, was verloren gegangen ist, nicht wieder zurückholen, weil es kommt nicht mehr zurück und es ist jetzt auch tote Hosen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, Einzelschicksal, schlecht gewirtschaftet, ja, hat er davon. Ja? Aber nein, so kann ich das nicht sehen. Und Ich verstehe die Menschheit nicht mehr. Ich verstehe nicht, dass ich den Leuten, dass so den Leuten im Gespräch nicht, dass sie das nicht raffen. Ja, wie man so total, weißt du, wenn ich noch an die Ausgangssperre denke. Ja, welches dumme Arschloch kann sich so einen Blödsinn ausdenken? Und die Leute machen es auch noch munter mit. Mhm. Es gibt so viele Sachen, wo die Leute und die Gesellschaft total versagt haben. Und im Nachhinein interessiert, weißt du, der Söder reißt jetzt wieder die Fresse auf und nölt da über die Grünen rum. Ja, das war doch der schlimmste Allesverbieter in der Zeit. Ja. Und so ist es. Ja, ich meine, weißt du, ich war jenseits vom Job, war ich auch ehrenamtlich ziemlich aktiv, einerseits in einem Museum, andererseits bei einer Stiftung. Ja, das habe ich jetzt alles gecancelt, da steige ich überall aus, weil mich der Umgang mit dieser ganzen Scheiße, ja, und dass da auch überall 2G durchgesetzt wurde, so was weiß ich, dass man noch Gerätschaften angeschafft hat, um zu überprüfen, ob das Impfzertifikat auch Gültigkeit hat. Und das geht mir so auf den Sack. Ja? Ich musste auch in dem, was ich so als Hobby oder Freizeit oder ehrenamtliche Dinge getan habe, das muss ich alles beenden, weil ich es nicht überwinden kann. Weißt du, ich war wirklich in einem großen Laden, war ich der Einzige, der diese Scheiße nicht mitgemacht hat. Alle anderen sind da, ja, und wenn dann irgendwie am so und so vielten März darfst du dann das Schild abhängen, Maskenpflicht, und darfst deine Hygienetrennwand abbauen, und dann wird die Hygienetrennwand abgebaut. Und da gehe ich so kaputt dran, nochmal. Ich sehe das alles sehr libertär. Das heißt, wenn du jetzt hier mit der Maske sitzt und dich 10-fach impfen lässt, ist dein Ding. Kannst du machen. Will ich dir gar nicht ausreden. Aber lass mich damit in Ruhe. Ja? Und das ist einfach der Punkt, den die Leute nach wie vor nicht verstehen. Ich weiß schon, es kann hier keiner mehr hören, aber ich komme da nicht drüber. Das nervt nicht über die Maßen. Ich bin von der Menschheit wirklich maßlos enttäuscht. Ja? Wie hat mal einer gesagt, der Mensch ist gut, nur die Leute sind schlecht oder was? Mhm. Ja? Also, oder so, weißt du, zu welchem Arzt willst du denn noch Vertrauen haben? Ja? Die haben auch alle gesehen, dass sie die Jauche in die Leute reindrücken. So. Und derselbe soll mir dann irgendwie ein anderes Medikament geben, und da soll ich ihm vertrauen. Oder, wie gesagt, dieselben Leute, jetzt warnt der Lauterbach vom Klimawandel, der Scharlatan. Dieses Arsch. Warum sollte ich dem denn glauben? Der hat uns doch bei Corona noch komplett verarscht. Ja? Oder was weiß ich, der geht hin und sagt, ja, das ist jetzt das Jahrhundert der Pandemien und es werden noch viele Pandemien kommen. Ja, auch wieder Verarschung. Mhm. Es ist jetzt amtlich, dass das aus dem Labor kam. So. Heißt also, es kann gar nicht das Jahrhundert der Pandemien sein, weil ohne, dass so ein paar Arschlöcher das freigelassen hätten, hätten wir die Pandemie gar nicht gehabt. Das heißt, wir können jetzt auch Gott sei Dank wieder beruhigt Fledermaussuppe essen. Ja, da bin ich wirklich froh. Hast du was dazu fertig? Natürlich. Natürlich. Ja. Und auch das, diese
Wissenschaftler, die uns über den Ursprung belogen haben. Wieso sollte ich denen jetzt beim Klimawandel vertrauen? Mhm. Warum? Kann mir keiner erklären. Der Lockdown hat doch Millionen Leben gerettet. Ja, ich meine, weißt du, jetzt könnte man ja auch sagen, wenn das Virus gebaut war aus dem Labor, wieso war dann auch die Gegenmaßnahme so schlecht? Mhm. Ja, dann hätten sie es doch kennen können. Was war denn das Ziel? Was wollten die denn? Ja, ja. Ja, aber da darfst du gar nicht drüber nachdenken. Da drehst du komplett durch. Kriegst schon wieder einen trockenen Hals hier. Ja. Ja. Muss ich direkt trink husten. Was. Ja, ich trink mal was. Du musst dir jetzt irgendeinen Satz sagen, damit dir nicht der Flow abreißt. Prost. Also deshalb, ich habe keine Laune mehr, die ich behalten könnte. Ich bin mega angepisst und ich möchte eigentlich noch erleben, dass der ein oder andere von diesen Scharlatanen, von diesen Arschlöchern, von diesen Bücklingen irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird und irgendeiner Form von Verurteilung zugeführt wird. Und nicht so ein Bauernopfer. Nein, aber ich fürchte, dazu wird es in Deutschland nicht kommen, weil die Justiz... Weil für mir auch als korrupter Haufen erscheinen. Ja, weil die alle mitgemacht haben. Die sind doch an Aufklärung, sind die meisten doch gar nicht interessiert, guck weil mal, die alle mitgemacht haben. Der Richter, der damals in der Schule, glaube ich, irgendwie die Maskenpflicht aufgehoben hat. Den haben sie ja gleich mal einkassiert. Ne? Und wir wissen im Nachhinein, er hat das Richtige getan. Ja. Ja, mittlerweile wissenschaftlich bewiesen. Die Wissenschaft. So, der ist trotzdem kein Richter mehr und der muss sich trotzdem vor Gericht verantworten. Wo sind wir denn? Ja. Ja. Oder was weiß ich, der Ballweg mit seinen Gedankenverbrechen. Egal, wie viele, Existenzen wurden hingerichtet. Ja, es müsste eigentlich alles bekannt sein. Und es müsste eigentlich müssten die Leute sagen, hör auf, das zu erzählen, wir wissen es doch. Aber ich kann nicht aufhören, das zu erzählen, weil ich kann es in der Realität nicht wiederfinden. Ja? Ich erinnere mich hier noch beim Fußballverein auf dem Festchen, auf dem Bolzplatz, nur mit 2G, im Freien. Ja. Ja? Also ich meine, da muss doch der Vorstand zurücktreten. Es kann doch alles gar nicht sein. Aber die wollen... Ey, scheiß drauf, ganz ehrlich. Nein, ich habe keine gute Laune mehr und ich kann das alles nur mit Sarkasmus ertragen. Und ich muss auch gestehen, wahrscheinlich wäre ich dann an der einen oder anderen Stelle dann tatsächlich auch mal schadenfroh, wenn der ein oder andere von diesen 2G-Verbrechern seiner gerechten Strafe zugeführt würde. Da kann ich dann auch nicht so großmütig sein zu sagen, naja, komm. Scheiß drauf. Aber... Das Ganze setzt sich jetzt ja an anderer Konfliktstelle auch fort. Mhm. Aber wie gesagt, Gott sei Dank haben wir ja eine Sorge weniger durch das Auffinden der ukrainischen Reisepässe. Weil stell dir mal vor, es wären die Amis gewesen. Ja. Ne? Da hätten uns unsere Verbündeten, hätten uns unsere Energieversorgung weggebombt. Wäre ja quasi eine Kriegserklärung. Ja. Da kommen wir in ganz, ganz... Eine ganz prekäre trübe Lage. Gewässer, ja. Die uns jetzt quasi dazu zwingen, die Sendung zu beenden. Ja. Ja. Also ihr seht, Freunde, es ist wie immer, der Kai geht noch fröhlich durch die Welt und ich bin eigentlich total abgefuckt und tue mir immer schwer, hier die Sendung durchzuziehen und muss es wenigstens dazu nutzen, um meine Botschaften loszuwerden. Und deshalb denke ich auch, können die RAWs immer nur alle paar Monate stattfinden, weil es wäre nicht zielführend, wenn wir jeden Monat mit derselben Nummer kommen. Und ich hole schon wieder aus. Ich habe ja eröffnet mit Lockdown-Files, Pfizer-Files und so weiter, Twitter-Files. Leute, verfolgt diese Sachen. Ich hoffe ja, dass wir vielleicht in 3 Monaten im nächsten RAW dann mal an dem Punkt sind, dass es was zu berichten gibt. Ja. Dass vielleicht Lauterbach verhaftet wurde oder sowas. Yeah. Ja? Oder dass vielleicht so viel Sachen ans Licht gekommen sind, dass auch die Gusseisernen endlich mal raffen, dass sie verarscht wurden. Ja. Und dann vielleicht auch mal
das Ganze Richtung Klimawandel projizieren und sich mal überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass mir die gleichen Leute diese Scheiße erzählen. Mhm. Ja. Sind wir durch, sind oder? Sind wir durch, ja. Mit unseren zwei Geschlechtern. Ja. Gut. Gut, ja, dann würde ich sagen, bis in ein paar Monaten. Bleibt fröhlich, ja. Nehmt euch nicht den alten, verbitterten Mann als Vorbild, weil es wird alles gut. Es kann nur besser werden. Sucht euch ein Hobby. Genau, und vor allen Dingen niemals die Freundschaft zu Amerika und den sicheren Stand in der NATO aufgeben. Und vor allem nicht in Frage stellen, ne? Natürlich dich. In diesem Sinne. Wiederhören. Adios. Ciao.